Hallöchen, willkommen zurück zu Cry of Fear. Wir sind jetzt unterwegs in der dritten Folge und haben zuletzt in diesem Apartment aufgehört, wo wir dieses Zombie-Kind hatten, das uns an die Wäsche wollte. Ja, also hier draußen scheint es ja irgendwie weiterzugehen, deswegen gehe ich jetzt auf jeden Fall nochmal zurück und schaue, was in dem anderen Apartment war. Okay. Ja, gut, die hatten wir gelesen. Ich muss mich gerade mal eben kurz erinnern. So, die Wohnung war das. Ist jetzt ja auch schon wieder ein paar Tage her, dass ich das aufgenommen habe. Ich wüsste gern, wieso hier überall Cola rumsteht. Alles Cola-Säufer in diesem Spiel. Genauso wie ich. Okay. Nochmal Alkohol. Keine Tür, die in irgendeiner Form funktioniert. Was ist das denn? Vor allem wo? Polizei? Okay, gut, da hat man irgendwas gehört, aber auf jeden Fall passiert hier schon mal nichts. Dann gehen wir direkt wieder zurück in die andere Wohnung. Dup, dup, dup. Zum Glück sind die Ladebalken in diesem Spiel relativ kurz. Bei White Knight geht's auch noch, aber Nightmare House zum Beispiel, da hat das ja mal gigantisch lang gedauert. So, in den vierten Stock sollen wir. Wir sind im dritten, dann gehe ich auf jeden Fall nochmal runter. Und hier nochmal schauen. Hier müssen wir nicht hin, also gehe ich hier natürlich zuerst vorbei. Ich weiß ja nicht, wo wir danach herauskommen. Ich möchte ja auch nichts verpassen. Okay. Ah! Oh, schon wieder so ein... Ah. Wieso bleibt das stehen? Was für ein Gesicht das hat! Okay. Die sehen auch ganz schön ekelhaft aus. Mr. Wetfield. Von der anderen Seite verschlossen. Auch das kommt mir bekannt vor. So Horrorspiel. Alle möglichen Türen total verschlossen. Wow, hier ist sogar eine Notiz drin. Obwohl wir in den vierten Stock sollen. Hätte ich auch erst in den vierten Stock gehen müssen, um festzustellen, dass ich nicht weiterkomme, weil ich irgendwas brauche. Oh. Axt oder Messer? Zu schnell. Verwest. 9. April. Ich höre hier Atmung. Kollektion. Oh! Ich höre Schritte. Oh Mann, das ist ja was für mich. Jetzt gehe ich da hier mal wieder raus. Wah! Ihr Tina nach Hause telefoniert oder was? War der Kopf da nur drauf gesteckt? Okay. Meine geheime Notiz Nummer 2. Die kleinen Kinder waren so süß. Sie sehen so entzückend aus. Ich will sie einfach nur anfassen. Aber dann kreuzen die Eltern auf. Deshalb muss ich sie töten. Okay, das ist ja sehr, klingt sehr nach einem Kinderschänder. Vielleicht erklärt das auch, warum hier die ganzen Kiddies rumrennen. Auch wenn ich es, glaube ich, nicht wirklich wissen will. Wo bin ich denn? Ich bin gerade etwas irritiert. Wo bin ich denn überhaupt hingelaufen? Okay, Tür ist zu. Ja, wo war ich denn? Ach so, das war's schon. Da war ich schon ganz am Ende. Okay. Ja, dann bin ich froh, dass ich die Notiz noch gefunden habe.
Und diesen komischen Raum mit den Fotos von den ganzen Leichen, die zu stark verwesen und was da nicht alles stand. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was uns hier noch erwartet. Ich könnte ja mal... Apartment Key. Ach, Quatsch. Ah, ich hab's mit dem Inventar hier. Da denke ich da gerade mal nach. Da ist ja noch ein Schlüssel für das Apartment. Und das eine war ja auf jeden Fall noch zu. Jetzt renne ich da natürlich schon wieder weg. Ich bin ja auch so ein kleiner Trottel. Es ist bestimmt der Mister hier. Obwohl, vielleicht auch nicht. Aber ich pack's jetzt auf einmal hier. Oder nutze das automatisch, wenn ich in der richtigen Tür bin. In welchem war ich denn hier eben drin? War ich hier drin? Ja. Okay. Ach so. Ja, jetzt hat es automatisch benutzt. So. Den Schlüssel haben wir eben durchs Fenster geschmissen bekommen. Hat doch ein ganz leises Geräusch. Wow! Oh! Du blödes Kind! Meine Güte. Hat mich das jetzt erschrocken. Kommen wir noch in die andere Wohnung. Okay, aber ich nehme jetzt auf jeden Fall hier mal meine Spritze. Komm hinein damit. So. Jetzt fühle ich mich auf jeden Fall schon mal besser. Ich habe... Ah! Oh, ich dachte erst... Oh Gott. Nein, geh weg. Ihr und eure blöden... Hammer. Seid ihr jetzt die Eltern zu den Kindern oder was? Wenn ja, dann wüsste ich gerne, was die mit euch... Irgendwie kann ich den gar nicht angreifen. Ich mache jetzt hier Kamikaze. Du wirst schon vor mir sterben. So. Ah! Oh, ich bin unfähig. Ich möchte gerne irgendwas Schießendes haben. Oh Mann. So. Mein Herz pocht. Ja. Verständlich. Oh nein. Ich möchte hier gerne die Türen zumachen können. Das wäre toll. Jetzt war ich noch gar nicht im vierten Stock. Das gefällt mir irgendwie nicht. Wenn ich keine Ahnung habe, ob ich hier irgendwie... Ist das Schloss aufgesperrt. Halleluja. Sieht aus, als könnte man die benutzen, weil die Spritzen auch immer so leuchten, wenn man sie benutzen kann. Okay. Ach, jetzt bin ich hier wieder raus. Toll, es hat mir nichts gebracht, außer dass ich eine Spritze verbraucht, aber eine Spritze bekommen habe. Oder ich war blind. Egal. Ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal weiter. Ich weiß ja nicht, ob ich irgendwas verpasse oder auch nicht. Hm. Das ist schon etwas sehr merkwürdig hier. Na gut. Dritter Stock. So, vierter. Geht's hier noch weiter nach oben? Ja, da oben ist tatsächlich noch was. Eine Spritze zum Beispiel. Okay, gut. Ich bin schon mal sicherer. So haben wir nämlich auf jeden Fall noch zwei. Oh, die Tür geht gar nicht auf. Hä? Menno! Bin ich da gar nicht... Achso, vielleicht auch hier. Hm. Das ist ja jetzt... Ich könnte ja hier nochmal hin... Die Säcke, waren die hier vorhin auch schon? Also ich kann jetzt ja nicht zurückspulen, aber ich würde glatt behaupten, die Säcke waren hier vorhin noch nicht. Okay. Der Computer, okay, ja, der war auf jeden Fall hier in der Küche. Ich speichere jetzt einfach nochmal. So... Ja, jetzt ist die gute Frage. Der Becher, der war ja so komisch rot. Das könnte man den benutzen, aber irgendwie... Ich weiß es nicht. Ich
finde es ein wenig merkwürdig gerade. Schüssel haben wir auch keine mehr. Ja, das ist ja schön. Wie gut, dass ich jetzt hier gar nicht festhänge irgendwo. Dann gehe ich hier nochmal rein. Ich klappe jetzt die ganzen Räume nochmal ab. Und ansonsten schaue ich nochmal unten. Ob ich hier vielleicht irgendwas übersehen habe. Weil hier ist ja auch eigentlich zum Beispiel gar nichts passiert. Ich überlege schon, ob man einfach runterspringt. Aber wir sollen ja in den vierten Stock. Vielleicht hier irgendwo? Tipp, 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 tipp. Bin ich ein wenig ratlos? Na gut, ich mache jetzt hier mal kurz einen Aufnahmestopp. Und dann werde ich nochmal bei dem anderen gucken. So, da wir anscheinend hier auch nicht weiterkommen, jetzt gehe ich nochmal dahin, wo wir eben gewesen sind. Wo wir durch diese ganzen Apartments getigert sind. Weil ich habe wahrscheinlich irgendwas übersehen. Da, wo wir wirklich von Wohnung zu Wohnung konnten. Ich kann es mir nämlich auch sonst nicht erklären, wo wir hin sollen. Irgendwie. Gehen wir da auf jeden Fall noch mal rein. Nee, oder? Denk an eine Pistole. Er hat eine Waffe. Ich sollte die vermutlich besser mitnehmen. Das hätte ich vorhin mal sehen sollen. Renne ich nicht wie so ein aufgeschrecktes Hühnchen. Oh, toll. Und ein Schlüssel. Maus 3, um die Eisenvisierung zu aktivieren, oder... Ah, okay. Rechtsklick ist draufhauen. Ja, gut, hier haben wir auch nochmal. Diese Tür wird sich nicht öffnen. Dann gehe ich jetzt hier wieder raus. War hier irgendwo... Kann ich eigentlich auch Handy und... Oh, schade. Okay. Jetzt packe ich das mal... Auf den dritten Slot. Ach Mann, ich muss mich dran gewöhnen. Immer mit Tab. So. Den Schlüssel. Vielleicht kommen wir da dann jetzt oben weiter. Im vierten Stock. Ich weiß es nicht. Dip, 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 dip. Genau. Hier, das geht auch nicht. Auch nicht. Ganz oben. Ich weiß gar nicht mehr, was da überstand. Auch alles nicht. Ja, welche Tür könnte denn da jetzt noch mit gemeint sein? Aber da steht ja auch nicht, dass die verschlossen ist, also...